Haustierradio. Der Heimtierreport. Präsentiert vom ZZF. Mit Olli Sachse. Jetzt sprechen wir mit der Tierschutzlehrerin Tina Gebing. Hallo, Frau Gebing. Hallo, Herr Sachse. Frau Gebing, was genau macht denn eine Tierschutzlehrerin? Ja, eine Tierschutzlehrerin fährt deutschlandweit zu Grundschulen und unterrichtet die Kinder, wie sie sozusagen gut mit den Tieren umgehen können. Sie schafft Sympathie für die Tiere und Empathie vor allem. Und ja, wir versuchen die Kinder zu sensibilisieren, was es bedeutet, ein Tier zu haben beispielsweise. Wenn Sie das deutschlandweit machen, dann ist das ja wahrscheinlich kein Pflichtfach, oder? Nein, ein Pflichtfach ist es nicht, aber ein wirkliches Spaßfach für die Kinder, weil die Kinder natürlich immer sehr viel Spaß am Thema Tiere haben und weil auch zum Beispiel Keks, Socke und Pucki dabei sind, das sind Kuscheltiere und die sind auch die Stars des Unterrichts. Das macht zum Beispiel ganz viel Spaß. Wie funktioniert sowas denn? Kommt eine Schule auf Sie zu oder gehen Sie an Schulen heran und sagen, wir bieten das an? Ja, wir treten zum Teil auch an die Schulen selber heran und es ist aber auch so, dass wir über die Seite www.liebefürsleben.net, dass sich da die Lehrer informieren können und dort gibt's auch die Kontaktadresse und meine Telefonnummer, wo man sich melden kann, wenn man mich bestellen möchte beispielsweise. Bleiben Sie dran, nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter. Leider kostet so etwas ja auch immer Geld. Wie wird denn das Ganze finanziert? In welchem Auftrag sind Sie denn unterwegs? Also bei uns ist das so, dass das eine Zusammenarbeit von dem BPT, also dem Bund praktizierender Tierärzte, und Purina ist. Purina ist ein Futtermittelhersteller und die finanzieren das Ganze. Und deswegen ist das für die Schulen vollkommen kostenlos. Wie kann ich mir so einen Tierschutzunterricht denn vorstellen? Können Sie da mal ein bisschen erklären? Die Stars des Unterrichts sind ja Keks, Socke und Pucki, also ein Kuscheltierhund, eine Kuscheltierkatze und ein Meerschweinchen. Und nachdem die vorgestellt wurden, geht es dann je nach Altersstufe um verschiedene Themen. Zum Beispiel den richtigen Umgang mit Tieren, welche Verhaltensweisen sie aufzeigen, wenn zum Beispiel das Tier Angst hat beispielsweise, wie das denn überhaupt aussieht und vor allem, was die Kinder denn dann machen sollen. Und wir machen auch ganz praktische Übungen, zum Beispiel, was tue ich, wenn ein Hund auf mich zugelaufen kommt? Oder wie streichelt man einen Hund denn überhaupt richtig? Wie hebt man eine Katze richtig hoch? Und was gehört in einen Nagerkäfig und was nicht? Also ganz praktische Themen, mit denen die Kinder auch was anfangen können. Und wir versuchen auch zu sensibilisieren, dass Tiere beispielsweise auch Gefühle haben und auch mal einen eigenen Willen. Und dass es halt beim Tier auch mal nicht so schöne Sachen geben kann, dass es beißen kann. Aber wir versuchen natürlich zu sensibilisieren, dass es nicht zum Beißen kommt, beispielsweise. Bleiben Sie dran, nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter. Geht es denn nur um Heim- und Haustiere oder auch weltweit um den Artenschutz, um Massentierhaltung und vielleicht sogar fleischlose Ernährung? Also es geht hauptsächlich tatsächlich um Haustiere, wobei sich beim Thema Haustiere auch gerne Themen gewünscht werden können. Also ich berichte nicht nur über Hund und Katze, sondern natürlich auch über Kleintiere. Da gibt es ja wirklich jede Menge auch zu besprechen. Für welche Altersstufen bieten Sie das denn an? Wir bieten das an, nicht nur für Grundschulen, sondern auch für alle Einrichtungen, die mit Kindern zu tun haben oder auch Behinderteneinrichtungen. Ich unterrichte Kinder von ungefähr 3 bis 4 Jahren, also ich war auch schon in Kitas beispielsweise, bis zum Alter von ungefähr 10. Wie reagieren die Kinder denn auf diesen Unterricht? Sind die völlig überrascht, wenn sie jetzt hören, zum Beispiel Tiere haben auch einen eigenen Willen oder sind das für die immer noch großbewegliche Stofftiere? Also das ist völlig unterschiedlich. Wenn die Kinder schon Erfahrungen mit Tieren haben, dann wissen die das schon. Also da sind die dann schon meistens schon dafür sensibilisiert. Da aber natürlich nicht jedes Kind ein Tier zu Hause hat, ist es schon so, dass bei manchen Kindern ein Aha-Effekt stattfindet. Das ist auch oft so. Also man muss ja wirklich wissen, dass die Tiere nicht immer nur Spaß bedeuten, sondern dass man auch mal den Käfig sauber machen muss, dass die Geld kosten und so weiter und so fort. Und dafür sensibilisieren wir die Kinder natürlich auch, damit die sich das vorher gut überlegen. Bleiben Sie dran, nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter. Was sagt denn so Ihre eigene Erfahrungsstatistik? Wie viel % der Schüler haben denn zu Hause, vielleicht nicht ein eigenes, aber im Haus ein Tier?
Na, das kommt völlig drauf an, ob man zum Beispiel in der Stadt ist oder auf dem Land. Auf dem Land haben schon ungefähr 75% der Kinder ein Tier zu Hause oder Kontakt mit Tieren. In der Stadt ist diese Zahl natürlich wesentlich weniger. Also das ist aber auch immer völlig unterschiedlich. Das kann man leider nicht pauschalisieren. Können Sie noch eine Angabe zu dem allgemeinen Wissensstand der Kinder sagen? Es sind ja mittlerweile so die Gerüchte, dass Kinder gar keine Ahnung mehr haben. Milch kommt nicht aus der Kuh, sondern aus dem Supermarkt. Ist das denn wirklich wahr? Also, wie gesagt, das ist tatsächlich vom Wissensstand der Kinder abhängig und ob die Kontakt mit Tieren haben oder nicht. Dass die Kinder nicht wissen, dass die Milch von der Kuh kommt, gibt es eigentlich nicht mehr, weil auch viele Grundschulen, also im Lehrauftrag der Grundschulen steht ja auch, dass Tiere ein essentieller Bestandteil des Lehrplans sind. Und das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt, dass die nicht mehr wissen, wovon die Milch kommt. Das gibt's tatsächlich nicht. Dennoch ist es so, dass viele Kinder, die halt kaum oder wenig Kontakt zu Tieren haben, dass die auch einfache Dinge noch nicht wissen oder einfach auch noch nicht wissen können. Und dafür bin ich ja dann da, um dieses Wissen auch zu vermitteln. Bleiben Sie dran, nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter. Frau Gebing, können Sie nochmal die Internetadresse sagen, an die sich jetzt Schulen und andere Interessierte wenden können, wenn sie sie buchen möchten? Ja, das ist die Adresse www.liebefürsleben.net. Tina Gebing, Tierschutzlehrerin in ganz Deutschland unterwegs. Vielen Dank für dieses spannende Interview. Bitte, gerne. Das war der Heimtierreport, präsentiert vom ZZF, dem Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. Die gesamte Sendung gibt es bei uns wie immer auch zum Nachhören und Downloaden im Internet unter www.haustier-radio.de, dann in den Bereich Tierratgeber und Heimtierreport, präsentiert vom ZZF. Haustierradio, der Sender für alle Tierfreunde.